hat sie vor einer halben Stunde an uns weitergegeben. Er hat lange überlegt. Und hier ist vielleicht für den einen oder anderen die überraschende Aufstellung von, ja, sozusagen 1 bis 11 mit den festen Nummern. Czerny, der Österreicher auf der rechten Seite, zum ersten Mal von Beginn an dabei. Wie auch der Manndecker Greilich, der also Matthias Hamann zunächst ersetzen wird. Und auf der linken Seite rückt im Vergleich zum Spiel gegen Eintracht Frankfurt Held wieder ganz auf den Flanke hinaus. Schwabel und Jeremis und Novak ergänzen dieses Mittelfeld der Löwen, vorne Bodden und Winkler wie gehabt. Und hier sind die Bayern. Otto Rehhagel hat zwar lange überlegt und viel diskutiert mit den wichtigen Leuten, aber dann hat er sich gesagt, warum soll ich ändern, obwohl er ein Mann ist, der sagt, never change a winning team. Siegreiche Teams soll man nicht verändern. Diesmal meinte er, was gut war in Uerdingen, 6:1 gegen den KFC dort, muss heute für die Löwen möglicherweise auch reichen. Also die Spannung ist spürbar hier im Stadion. Seit Wochen ist dieses Lokalderby natürlich das Thema Nummer 1. Und die Spieler, die verstehen sich ja ganz gut, ob das Scholl und Held ist, ob das die Jugoslawen, sage ich schon, die Bulgaren sind, Kostadinov und Borimirov. Also es ist mehr eine Konkurrenz im Fanwesen, im Fanbereich. Da gibt es Löwenfans, die sagen, wir tragen doch kein Geld in die Bayernkasse, da kommen wir gar nicht. Kaufen wir uns lieber einen Premiere-Decoder. Kommt mit 44 Mark auch noch billiger als eine Karte hier. Aber da sind doch 9.000 in dieser Nordkurve und insgesamt wohl 20.000 Fans des TSV 1860 München. Also, es wird mit Sicherheit eine stimmungsvolle Vorstellung werden heute im Olympiastadion. So, die riesige Bayern-Fahne wird noch hochgefahren. Und jetzt ein Bild, das man so wahrscheinlich noch nie gesehen hat. Beide Mannschaften lassen sich fotografieren für einen guten und für einen wichtigen Zweck. Wie so oft, eine Aufklärungskampagne der Münchner Polizei. Egal wer gewinnt, ist das Motto, nur nicht die Drogen. Ja, und diese Poster, die es dann geben wird, die wird man in Münchner Schulen zum Thema Suchtprävention an Jugendliche ausgeben. Also eine sehr gute Sache. Kapitäne, Manni Schwabel links und Lothar Matthäus, die beide oftmals Seite an Seite nicht nur beim FC Bayern gespielt haben, sondern auch in der Nationalmannschaft. Beste Stimmung auch bei den Unparteiischen. Jürgen Jansen, einer der wohl mit am besten bewerteten Schiedsrichter in der Vorrunde, ein hoffnungsvoller neuer Mann, der bei diesem Spiel, Sie haben es gerade gesehen, Rostock gegen St. Pauli, als die Rauchbombe fiel, kühlen Kopf bewahrt hat. Und das ist sehr gut angekommen bei den Verantwortlichen als Auszeichnung heute für ihn, dieses Lokalderby. Er sagt, das ist sein Highlight in seiner noch jungen Schiedsrichterkarriere. Und er hat viele Highlights gehabt, Otto Rehhagel, der in den letzten Jahren wohl erfolgreichste Trainer in Deutschland. Aber es ist ein hartes Stück Brot hier in München auf der Bayernbank für ihn. Noch ein Satz zum Rasen. Es hat gestern heftig geschneit, aber wie wir alle wissen, die Rasenheizung hat ihr Übriges getan. Man hat den Schnee heute Morgen weggeräumt, gewalzt und der Boden ist für diese Verhältnisse exzellent. Gar keine Frage, da gibt es überhaupt keine Entschuldigung. Gerade der Schiedsrichter hat es auch gesagt, er pfiff am letzten Wochenende in Kaiserslautern das Spiel gegen St. Pauli. Also er sagt, auch das ist im Vergleich dazu hier in München ein Highlight.
Hier ist Bernd Meyer, der Keeper der Löwen, 24 Jahre alt. Kleine Unachtsamkeit hier gleich in der Anfangsphase und erste Ecke mit Mehmet Scholl für Bayern München. Und das Ganze nochmal, diesmal von der linken Seite und auch von dort wird Scholl das Leder hereinbringen. Franz Beckenbauer übrigens ist noch nicht im Stadion, steckt noch im Stau, wie der ein oder andere vielleicht auch. Die Verhältnisse auf den Straßen nicht ganz ideal, da braucht man heute ein paar Minuten mehr. Die Löwen müssen wachsam sein bei Standardsituationen, bei Eckbällen. Die Bayern schon dreimal erfolgreich, vor allen Dingen auch mit Helmer, der natürlich da ist. Und sowohl Winkler als auch Bodden helfen da im eigenen Strafraum als kopfballstarke Spieler aus. Aber da sind die Löwen ein bisschen anfällig. Da ist Horst Held. Gut gemacht von Matthäus. Also Brajkovic gegen Klinsmann, das ist klar, das hat man im Vorfeld schon gehört. Und Greilich eben als laufstarker, schneller Mann gegen Alexander Zickler. Und ein erster Freistoß für die Bayern, die also zunächst einmal die Initiative übernommen haben. Aber wir haben bei Held vorher schon gesehen, die Löwen wollen sich hier natürlich überhaupt nicht verstecken. Im Gegenteil, sie wollen kreativ nach vorne spielen. Hier ist Peter Novak, daneben Held. Zwei aus dem, ja man kann schon fast sagen, Zwergenmittelfeld der Löwen. Das sind ja alles kleine, bissige Spieler mit großem Herzen und viel Technik. Alle kaum größer als 1,70. Schwabel, Held und Novak. Auf Abseits gestellt hier. Und auf der ersten rechten Position zum ersten Mal Harald Czerny. Und gleich ein böser Fehler gegen Scholl. Er ist natürlich auch nervös, der Harald Czerny. Schwabel. Sauber getackelt von Babbel gegen Winkler. Das ist eine Konstellation und die andere dann natürlich Helmer gegen Bodden. Wird sicher interessante Kopfballduelle auch geben, wie man überhaupt davon ausgehen muss, dass es ein Spiel mit viel Kampf sein wird, mit Einsatz. Die Spieler werden sicher sehr lange Wege gehen müssen heute. Jeremis, der defensive Mann mit Schwabel zusammen im 60er Mittelfeld. Novak löst gut auf. Und da kommt Trares immer wieder von der halblinken Position. Der Libero, er hat Order mitzugehen, wie in den letzten Spielen auch. Bodden. Und hinten dann natürlich die Situation oft 1 gegen 1. Abseits, abseits.
Ein Abwehrspieler und noch einer mit Frei und Kreuzer, ein Mittelfeldspieler mit Herzog und ein Stürmer mit Kostadinov. Das sind neben dem Ersatztorhüter Scheuer die fünf Mann, die Otto Rehhagel für die Ersatzbank nominiert hat. Da hat er also für jede Lage etwas zur Verfügung. Und jetzt ist Klinsmann da und wir haben erst mal und er ist drin. Erste Chance, erstes Tor. Treffer Nummer 8 für den Nationalspieler Jürgen Klinsmann nach 6 Minuten und 25 Sekunden. Ein super Start für den deutschen Rekordmeister. Beim Abspiel kein Abseits. Und der Ball war für Bernd Meier wohl nicht zu halten. Der Pass vom Linksfüßer von Christian Ehrlinger. Ideal gespielt. So will das Jürgen Klinsmann. So will er, dass man ihn bedient, dass man seine Torgefährlichkeit fördert. Und das ist natürlich einerseits für die Roten ein Traumstart und ein Schock auf der anderen Seite für die Löwen. Gut gespielt von nicht nur Ziege, sondern auch Sforza, der geholfen hat und eine Überzahlsituation da auf der linken Seite hergestellt hat gegen Czerny. Ja, jetzt werden wir sehen, ob die 60er Wien Stuttgart auch nach dem frühen Rückstand weiterhin ihre Strategie verfolgen, offensiv spielen oder ob sie den Bayern ins Messer laufen. 2-0. Sensationeller Start des deutschen Rekordmeisters. Tor Nummer 7 für Alexander Zickler. Innerhalb von 3 Minuten schon die Vorentscheidung. Puh, ist das ein Start hier in München. Gewaltig. Völlig konsterniert der Keeper, der kaum etwas zu tun bekommen hat. Beide Bälle, die aufs Tor kamen, waren drin. Und jetzt werden viele sagen, mein Gott, warum hat Lorand... Und vielleicht auch sein Präsident wird diese Überlegungen haben. Warum hat der Trainer den Abwehrverbund verändert? Warum ist Hamann nicht zurückgekommen, der bestens in Form war? Greilich, Brajkovic, Traris nicht konzentriert genug, vielleicht auch gedanklich etwas zu offensiv eingestellt. Ganz nach dem Geschmack der Roten. Unglaubliche Lücken auf der linken Seite. Traris kann sich nur mit einem Foul gegen Ehrlinger hier durchsetzen. Für die Bayern läuft Oliver Kreuzer hinter der Bank ein paar Runden. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Vielleicht hat irgendjemand signalisiert, da zwickt's wo. Aber sonst läuft für die Bayern alles bestens. Sie haben die Chance zu einem dritten Tor. Ideal für einen gut angesetzten Freistoß, die Distanz. Matthäus ist dabei, aber auch Ziege. Und Helmer als Linksfuß. Aber Ziege macht. Werner Lorand diskutiert mit seinem
Assistenten mit Roland Kneißl. Aber was soll er jetzt noch machen? Mehr denn je muss weiter nach vorne gespielt werden. Es hat gar keinen Sinn, jetzt zu sagen, sichern wir ein bisschen mehr ab nach hinten. Die Mannschaft muss konzentrierter spielen und muss die ganz kleine Chance, die vielleicht noch da ist, nutzen. Mit kreativem Spiel nach vorne, mit viel Laufarbeit, mit Einsatz. Aber das hatte man sowieso vor, hier mit einzubringen in dieses 20. Bundesliga-Derby zwischen Bayern und 60. Schauen Sie sich nochmal das Tor an. Der Schiedsrichter hatte Blickkontakt mit seinem Linienrichter. Die Fahnen blieben unten. Alles sauber gemacht. Zweimal aus dem Zentrum heraus die Tore vorbereitet. Nicht von den Flanken her. Ah, der schnelle Zickler. Greilich war nicht zu sehen. Greilich, der ja der schnellste Löwe ist mit der Nummer 15. Er sollte diesen Zickler bändigen, wenn der mit Tempo kommt. Aber er hatte überhaupt keine Chance, überhaupt einmal in einen Zweikampf mit dem Junior-Nationalspieler zu kommen. Tja, wenn man sich so umschaut im weiten Rund und auch ein bisschen reinhört, ein paar Bayern-Fans natürlich jetzt schon freudetrunken. Franz Beckenbauer ist gerade gekommen, schaut auch ganz verwirrt nach rechts und nach links, kann es gar nicht begreifen. Man hatte mit viel gerechnet, aber nicht mit zwei Toren der Bayern so früh. Die ersten beiden Torschüsse auf Meier waren beide schon im Netz. Gibt's selten. Czerny gegen Ziege. Lorand wollte den Österreicher gegen den Nationalspieler auf der rechten Seite setzen, weil er sagt, er kennt den Ziege. Der Ziege hat uns in den letzten Lokalderbys so viele Probleme gemacht. Und Czerny ist im Vergleich zu Rittlewitz vielleicht auch in der Defensive etwas stärker. Aber sehr nervös begonnen, der Österreicher. Schwabel, Helmer, Hellwach, genauso wie Babbel auf der anderen Seite. Bodden und Winkler haben noch nicht einen richtig verwertbaren Ball bekommen. Foul. Oh, von hier sah es so aus, aber der Schiedsrichter winkt sofort weiter. Also da hat ihn der Schwabel wohl nicht getroffen, aber zwischen Bodden und zwischen Ziege, da kracht es jetzt doch ganz gehörig. Ziege hat sich gleich verdrückt. Bodden muss aufpassen. Er ist bei 60 der Einzige, der gefährdet ist mit vier Gelben. Einmal trifft es ihn sowieso. Naja, die beiden haben schon einen guten Haarwuchs, beide. Da kann man sich schon mal verfangen. Thomas Strunz.
hält wie gewohnt die rechte Seite. Mit großer Übersetzung ausgestattet. Naja, hat man sich beim Gegner gedacht, dann nehmen wir den Held dagegen. Mit kurzen, schnellen Haken kann er sich vielleicht durchsetzen, aber beim Spielstand von 0:2 aus Sicht der Löwen denkt man jetzt auch nicht an die kurzen Haken. Da will man erst einmal wieder sich normal bewegen können. Versuchen mal eine Chance zu bekommen in diesem Spiel. Abseits angezeigt. Ja, wunderbar zu sehen. Im Moment der Ballabgabe. Dr. Thiemer, der Zahnarzt aus Wattenscheid, an der Linie. Könnte auch Augenarzt sein. Hat alles im Griff. Heute Geburtstag, 26 Jahre alt. Jeremy. Der steht auf diesen Jens Jeremis und sagt, der spielt, wie ich früher gespielt habe. Einsatzfreudig, kämpferisch, dem ist kein Weg zu weit. Auf den ist hundertprozentiger Verlass. Heute gegen Scholl im Mittelfeld. Von den Lippen ablesen dem Thomas Helmer. War doch faul. So, Oliver Kreuzer, das sehen Sie vielleicht unten, hat sich gerade wieder seinen Anorak übergezogen und nimmt wieder Platz auf der Bank. Für Otto Rehhagel gibt es im Moment überhaupt keinen Grund, etwas zu verändern. Bei Werner Lorand wird im Kopf einiges im Moment vor sich gehen. Er wird sich überlegen, was kann ich machen, wie kann ich ein neues Signal setzen, vielleicht mit einer frühen Auswechslung. Er muss vielleicht wechseln, sonst gibt es hier ein Debakel. Alexander Zickler nach einem katastrophalen Fehler. Die Löwenabwehr so schwach, so anfällig wie nie zuvor in dieser Saison. Nach 20 Minuten ist schon alles vorbei hier in München für die Löwen. Holger Greilich, sein erster Einsatz von Beginn an in dieser Saison. Da ist Horst Held. Und jetzt kommt das Missverständnis mit Bernhard Trares. Und ein super Tor, technisch wunderbar gemacht von Alexander Zickler. Erste gelbe Karte, Schwabel. Nach diesem Einsatz gegen Scholl. Noch einmal diese fatale Szene der Löwen mit Held und mit Trares und Zickler. Schauen Sie mal, wie er das macht. Ähnlich wie Scholl in Uerdingen. Er wartet ganz lang und lupft den Ball dann sauber ins Netz. Das verlangt Otto Rehhagel neben dem kämpferischen Einsatz auch die kleinen Schmankerl für die Fans. 3:0 für Bayern.
Was mir auffällt, die Bayern-Spitzen mit Klinsmann, mit Ziegler, nicht umsonst haben die auch die Tore geschossen, sind unheimlich quirlig heute, gehen schnell vom Gegenspieler weg, bieten sich an und sorgen dadurch für immense Unruhe bei Bernhard Trares und Co. hinten im Abwehrverbund. Also das ist gar nicht zu begreifen im Moment, was da abläuft, dass sich die Löwen dermaßen kalt hier haben erwischen lassen. Selten, dass die Bayern so gemächlich den Ball spielen im Mittelfeld. Sie haben sehr schnell das Mittelfeld überbrückt heute aus der Abwehr heraus. Sehen wir. Grund ist da. Grund. Und hinten wieder Ziegler. Tja, die Löwen sind viel zu weit vom Mann weg. Das ist ja genau das, was man den Bayern überhaupt nicht gestatten darf. Diese Bälle in den Lauf hinein, wie wir es gesehen haben, bei Klinsmann, bei Ziegler, jetzt auch bei Strunz. Max Merkel, der Meistertrainer von 1966. Was waren das für Derbys damals mit den Alten und auch mit den Jungen damals, die Bayern mit Beckenbauer, mit Nachtziger, mit Brenninger und mit Müller. Ja, alles offensive Leute, von Rydlewicz über Borimirov bis zu Dove und Hamann. Werner Loren hat gesagt, ich mache es heute über die offensive Schiene. Das ist sowas von schief gegangen. Vielleicht kann man den Max Merkel gerade noch einmal, das passt ganz gut, zitieren. Er hat gesagt im Vorfeld dieses Derbys, wenn die Löwen glauben, sie können mit den Bayern mitspielen, kriegen sie eine auf die Nuss. Und so war es auch. Die haben gedacht, na, die Bayern, die werden nicht ganz so zweikampfstark sein, wie man das vielleicht in Uerdingen gesehen hat. Wir sind spielerisch plötzlich viel, viel besser geworden. Dann können wir locker aus der Abwehr heraus kombinieren. Brejkovic. Und immer zwei Mann beim ballführenden Löwenspieler. Abseits von Winkler. 25 Minuten gespielt im 183. Münchner Lokalderby. Bayern 3 und 60-0 und jetzt sind es 4. Klinsmann, er hat alle Freiheiten. So viel Platz hat er in der Saison noch nie gehabt in einem Spiel. Noch nie. Sich mal diese Kontraste an auf den Rängen. Einige gehen schon nach Hause, die sagen, das können wir nicht mehr ertragen. Forza, der heute so kämpferisch eingestellt ist, der aushilft. Und Helmer ganz frei auf der linken Seite, kein Czerny zu sehen, kein Trares zu sehen, kein Brejkovic, gar niemand. Also das ist auch eine schlimme Situation für einen Torhüter. Er hat
Ja, mehr als 5 oder 6 Bälle hat er nicht bekommen in diesen ersten knapp 30 Minuten. Und ich glaube, der muss immer wieder mal auf die große Tafel raufschauen, um zu begreifen, was eigentlich los ist. Wie ein böser Traum heute für Bernd Meier. Können sich selber ihren Reim auf dieses Ergebnis machen, meine Damen und Herren. Wenn man die Tabelle studiert, dann wäre das ein ganz interessanter Zwischenstand im Moment. Da wären die Bayern jetzt vorne. Otto Rehhagel weiß das natürlich nicht, aber wir haben nachgeschaut. Wann haben die Bayern in einer ersten Halbzeit schon mal 4 Tore erzielt? Ja, da muss man blättern. Das war vor 2 Jahren im Meisterjahr gegen den MSV Duisburg. Damals blieb es beim 4:0, aber ich könnte mir vorstellen, in diesem Lokalderby sind die Bayern natürlich ja, ehrgeizig genug zu sagen, da wollen wir noch mehr, dann haben wir ewig Ruhe. Was hat Ottmar Hitzfeld am vergangenen Sonntag in Uerdingen als Co-Kommentator gesagt? So um die 80. Minute herum, als die Uerdinger 1:6 gegen die Bayern zurücklagen. Furchtbar für einen Spieler, ein solches Spiel noch zu Ende bringen zu müssen. Mit Anstand. Wie schrecklich. Dabei hatte man sich so viel vorgenommen nach 3 Niederlagen gegen die Bayern nach dem Wiederaufstieg. Dachten sie eigentlich, heute müsste es eigentlich mal klappen können. Gestritten hat, nicht nur hier in München, sondern auch im San Siro-Stadion mit Inter Mailand gegen Milan. Genauso wie Klinsmann, die sind natürlich Derby erprobt. Sie kennen diese ganz prickelnde Atmosphäre eines solchen Spiels ganz genau. Ja, und der Schiedsrichter animiert den Bayern-Kapitän, den Fans zu sagen, ruhig los, keine Gegenstände auf das Feld, keine Schneebälle, keine Wurstgeschosse. Ja, gut geköpft vom Boden. Da hat man gesehen, dass er mit der kopfballstärkste Spieler der Liga ist. Und Klinsmann. Forza auf der Linie, gerade eben gegen Bodden. Und da kann ich nur den Hut heben von Forza, der heute Geburtstag hat. Der ist kämpferisch so stark. Der macht genau das, was Rehhagel von ihm will. Er ordnet sich unter. Er geht die weiten Wege. Er kämpft. Er arbeitet für die anderen mit. Thank you.
ein aufgeräumter Uli Hoeneß. So schnell kann es gehen, liebe Fußballfreunde. Vor zwei Wochen 1-4 gegen Karlsruhe, da dachte man, um Gottes Willen, alles ist aus. Diese Mannschaft kann überhaupt nicht mehr deutscher Meister werden. Und im Moment, im Quervergleich zu Dortmund, sind die Bayern wieder vorn. Spielen so, wie man sich das von Beginn an erwartet hat. Eine Begegnung weniger als Dortmund, das ist klar. Aber so will man sie sehen. Den Gegner einschüchtern, zweikampfstark und mit solchen Toren sich wieder ins Gespräch bringen. Ja, Dortmund hat ein Spiel weniger als die Bayern. Man muss das immer relativ sehen. Aber wie gesagt, wir wollen da nicht zu viel spekulieren. Ich wollte Ihnen einfach nur sagen, wie schnell es im Fußball, wie schnell es im Sport gehen kann. Jetzt ist Dortmund da. Und er macht das Tor. Treffer Nummer 7. Er sagt, ich bin kaum schwächer als Klinsmann. Also er hat das Seinige dazu getan. Aber der Klinsmann hat auch zweimal getroffen. Und steht bei 9 Treffern. Schauen wir uns diesen Blackout der Bayern-Abwehr nochmal an. Da haben sie allesamt diese Flanke unterdeckt. Und Bodden nach wie vor stark am Boden. Letztes Jahr hat er fast nur Kopfballtore erzielt. Diesmal ist er alle Treffer mit dem Fuß. 4:1. 5 Tore. 4:1. 5 Tore. 34 Minuten gespielt. Die Flanke kam von Held. Den Vorteil gelassen hier nach dieser Attacke von Thomas Grund. Wieder Held. Hat ein bisschen das Gefühl, dass die Löwen jetzt freier, etwas freier sind. Ein paar bessere Ballstaffetten, das Tor hat ein bisschen dazu beigetragen, dass man wieder nach vorne schauen kann. Vielleicht kann man hier für eine gewisse Schadensbegrenzung ja noch etwas tun. Denn einen Moment lang sah es so aus, als würden die 60er hier völlig untergehen. Wieder Bodden gewinnt fast jedes Kopfballduell, aber der Ellbogen war dabei. Thank you.
entweder Nährlinger oder Forster oder Matthäus. Peter Novak ist ja natürlich überhaupt nicht im Spiel. Hat er überhaupt keine Chance, die Mannschaft zu führen heute. Ging alles viel zu schnell. Trares. Weiß auch nicht, was er machen soll. Lieber hinten jetzt ein bisschen absichern oder weiter marschieren. Dove und Matthias Hamann werden jetzt der Winkler und Lothar Matthäus, die beiden Franken im vertrauten Gespräch erleben. Ja, also Jens Dove und Matthias Hamann machen sich seit etwa 5 Minuten schon warm. Die werden wahrscheinlich zu Beginn der zweiten Halbzeit kommen. Letzter Mann im Moment ist immer noch mit beiden Augen fixiert auf Klinsmann, eine 1-zu-1-Situation hinten eben mit Breitowitz und Freilich gegen Zickler und Klinsmann, wenn Paris geht und er geht weiter. Auch jetzt 6 Minuten vor der Halbzeit. Und Bodden im Zweikampf im Luftkampf an der Strafraumgrenze. Aber der Schiedsrichter ohne Fehler bisher lässt das Ganze weiterlaufen. Doppelpass zuvor mit Manni Schwabel, der Österreicher, der wie viele bei Bayern begonnen hat, bei den Amateuren, bei Hermann Gerland und auch ein paar gute Spiele in der Profimannschaft gemacht hat. Schnell, einsatzstark, er soll René Riedlewitz in der nächsten Saison auf der rechten Seite ersetzen. Der Berliner muss zurück nach Leverkusen, ist nur ausgeliehen. Erik Rebeck möchte ihn für Bayer wieder in der Mannschaft haben. Oliver Kahn. Immer wieder keine Möglichkeiten. Bodden ist immer wieder dabei. Der Skiptik. Und jetzt gibt es Rot. Für Oliver Kahn. Ja, er begreift gar nicht. Ich begreife ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe nichts gesehen. Von der oben kann man es nicht sehen, aber er muss nach.
Gelbe für Klinsmann oder für Bodden. Unüberschaubar die Situation, aber der Schiedsrichter wird es besser wissen. Und jetzt versucht Hahn, sich loszureißen von den Kollegen. Ein Bild, wie ich es in Erinnerung habe, bei Sepp Maier bei einem Europacup-Spiel in Mailand, als ihn Bulle Roth umarmt hat wie einen Catcher, um ihn vor noch Schlimmeren zu bewahren. Oliver Kahn kann es nicht begreifen, muss den Platz verlassen. Was für ein Derby. Hier kommt. Ja, er hat ihn ein bisschen am Kopf erwischt. Reißt sich mehr oder weniger hier los, aber Roth. Vielleicht sieht man es hier besser. Zunächst, naja, der Bodden packt ein bisschen nach. Naja, er wehrt sich seiner Haut, seinem Torhüter muss man auch ein bisschen was zugestehen. Mir scheint das von den Bildern her, wenn ich das interpretieren muss, doch etwas zu hart. Es tut mir leid. Jetzt kommt Sven Theuer aufs Feld. Olaf Bodden muss auch runter. Ja, Kahn entledigt sich seiner Textilien. Kann es immer noch nicht begreifen, was hier passiert ist. 3 Minuten vor der Halbzeit. Und jetzt sind alle Kamerateams und alle Journalisten, die sich da einen Weg in den Innenraum verschafft haben, bei Olaf Bodden und hören, was überhaupt los ist. Also, Sie haben die Bilder gesehen, von hier oben konnte ich das überhaupt nicht richtig gehend einsehen. Erst die Bilder haben dann ein bisschen Aufschluss gegeben, aber ich muss sagen, es ist ja auch ein Männersport, Fußball, nicht? Also da muss man auch nach so einem Luftkampf sich schon mal losreißen dürfen. Eine Tätigkeit habe ich persönlich nicht erkannt. Mir scheint, dass der Schiedsrichter in diesem Fall vielleicht ein bisschen zu hart war. Matthäus ist in der Kabine, klar, ein Feldspieler muss ja runter, weil ja Sven Theuer aufs Feld kommt. Die Bayern also mit 10 Mann, klar. Um Ihnen das noch nachzureichen, weil ich den Libero nicht mehr sehen kann. Ich hatte das Gefühl, dass er eh ein bisschen angeschlagen war. Dann hat man gesagt, gut Lothar, dann bleibt hier gleich raus. Ein Derby, das es wirklich in sich hat. Ein Blitzstart der Bayern. Die Löwenzeit ist eine erste Halbzeit wie ein böser Traum. Man kann durchaus sagen, ein Albtraum in Weiß und Blau. 4 Schüsse auf das Tor, alle 4 waren drin. 2-mal Zickler, 2-mal Klinsmann. Dann normalisierte sich die Begegnung ein bisschen. Die Löwen konnten ein bisschen freier atmen, ein bisschen kombinieren, kamen zu einem Tor durch Olaf Bodden und dann kurz vor dem Ende dieser ersten Dreiviertelstunde, die es wirklich in sich hatte, 2 Platzverweise, Oliver Kahn und Olaf Bodden. Und jetzt bin ich gespannt, was uns in der zweiten Halbzeit alles noch bevorsteht in diesem 183. Derby zwischen Bayern und 60. Kommen die Löwen noch mal ran oder versuchen die Bayern noch den einen oder anderen Treffer draufzusetzen? Jeremis. Trares bleibt jetzt in der Schlussphase dieser ersten Halbzeit doch
hinten, um abzusichern. Und das ist das Ende dieser ersten aufregenden Dreiviertelstunde. Und wir wollen mal hören, was es an Resonanz von den Spielern, vielleicht auch vom Schiedsrichter gibt. Ich weiß nicht, ob wir an den Schiedsrichter rankommen. Babak Milani und Tom Bender sind heute unsere Field Reporter und die werden versuchen, das eine oder andere für sie herauszukitzeln. Klaus Augenthaler, die Szene, die jetzt gerade die Gemüter bewegte, ihr Platzverweis für Kahn und Bodden, wie haben Sie sie gesehen? Der war unnötig, beim Stand von 4-1. Der Bodden attackiert den Oliver Kahn, glaube ich, ein bisschen. Und der Oliver, glaube ich, schlägt nach. Ich meine, es kommt in der Bundesliga oder im Europapokal in jedem Spiel vor, oder darf man sich nicht provozieren lassen. Hätten Sie ihn gegeben? Von hier haben wir es schwer gesehen. Wenn er nachschlägt, muss man rot geben. Ja. Klaus, wir können uns die Szene nochmal angucken, hier vorne. Ja. Das war natürlich schon eine Szene, so nach 20 Minuten, wo der Bodden den Christian Ziege bei den Haaren zieht, wo schon platzweise gewesen wäre. Wir haben es hier nochmal. Ich weiß nicht was. Da muss man gar nichts machen. Da hätten wir beide drauf lassen können. Klaus, nach 4-0 stand es schon nach 30 Minuten. Wenn Ihnen das heute Morgen jemand gesagt hätte, hätten Sie wahrscheinlich ihn für verrückt erklärt. Stimmt, ja. Wir haben die jetzt gar kalt erwischt. Aber haben sie uns jetzt die letzten 10 Minuten wieder selbst schwer gemacht, weil wir nicht mehr aggressiv genug waren und haben die jetzt wieder ins Spiel kommen lassen. Und man sieht ja, die marschieren wahrscheinlich bis zur 90. Minute und suchen ihre Chance immer noch. Kam Ihnen das gut so passt, dass die 60er so offensiv hier begonnen haben? Lass uns werden die Tore nicht fallen. Lothar Matthäus ist rausgegangen. Oliver Kreuzer hat sich nach dem 2-0 direkt schon warm gemacht. War das vorher schon geplant, dass er rausgehen sollte? Nein, er hat ja hier, glaube ich, mal nach 10 Minuten, eine Viertelstunde hat er, ist er ausgerutscht und lang sich da an dem Oberschenkel. Und jetzt nach dem Platzverweis vom Bodden brauchen wir nur noch einen Manndecker. Es war eine taktische Maßnahme. Klaus, vielen Dank. Jens Lowe, wie haben Sie die Situation zwischen Kahn und Bodden gesehen? Ja, ich habe es eigentlich so gesehen, dass normal der Zweikampf ist, bei der Flanke oder bei der Ecke, was es war. Und der Kahn boxte den Ball raus und dann gab es ein kleines Duell und noch weiter habe ich nicht gesehen. Glauben Sie, weil der Olaf Bodden ein bisschen vorbestraft ist, weil ihm schon öfter sowas passiert ist, dass es einfach ist, ihn dann vom Platz zu stellen, so als Sündenbock? Ja, ich meine, das ist natürlich eine unglückliche Aktion für beide, ne? Aber der Olaf, der hatte vorher schon den Ziegelock in der Hand gehabt und das war sein Pech, dass er der Jury das nachträglich noch gegeben hatte. Glauben Sie, jetzt geht so eine jetzt erst recht Mentalität durch die Mannschaft, dass man sagt, jetzt können wir vielleicht die Bayern sogar noch packen mit Schorre im Tor? Jetzt haben wir noch 3 Tore aufzuholen, das ist das Wichtigste. Und jetzt kommt wohl Jens Lowe ins Spiel. Danke. Er kann es gar nicht erwarten, der Jens Lowe. Klar, er brennt auf seinen Einsatz. Er wollte eigentlich von Beginn an spielen. Aber Werner Lorand hat ihm erklärt, aus taktischen Gründen musste zunächst draußen bleiben. Matthias Hamann hat sich auch seines Trainingsanzugs entledigt. Mit strengem Blick und nochmal eingestellt von seinem Trainer. Also bereitet er sich auf diese zweite Halbzeit vor. Im Stande von 1-4. Czerny ist draußen. Ah, den sehe ich noch da oben auf der rechten Seite. Brajkovic fehlt und Werner Lorand wird gleich erklären, warum. Werner Lorand, was haben Sie, wie haben Sie die Situation zwischen Kahn und Bodden gesehen? Ich habe es ja ganz schlecht gesehen, ich musste mir nochmal anschauen. Ich war selber erstaunt, dass einmal 2 rote Karten sind, aber war zwar ein bisschen Rangelei, aber genau habe ich es leider nicht gesehen. Das muss ich mir erstmal in der Aufzeichnung anschauen. Was haben Sie Olaf Bodden in der Kabine gesagt? So gut, muss ich hier nicht wiederholen. Müssen Sie nicht wiederholen. Und was haben Sie der Mannschaft gesagt? Glauben Sie, jetzt geht ein Ruck durch die Mannschaft, jetzt erst recht? Wir sollen vernünftig weiterspielen. Ich mag keine Hektik am Platz. Haben Sie das Spiel schon abgeschrieben? Ja, selbstverständlich. Wenn man gegen Bayern München 4-1 zurückliegt, muss man es gut nach Hause spielen. Und wenn man, so wie wir, die erste Viertelstunde so katastrophal spielt und so früh Rückstand geht, hat man keine Chance. Glauben Sie, die Umstellung der Abwehr hat die Mannschaft ein bisschen irritiert? Na,
Es waren ja im Endeffekt persönliche Fehler. Und das war, wenn man natürlich, wir hatten uns ganz anders ausgerichtet. Sie sollten ganz enger Mann bleiben. Wenn die beiden Stürmer so viele Freiräume haben wie bei den ersten beiden Toren, ist man selber schuld. Braucht man sich nicht beschweren nachher. Also Schadensbegrenzung bei den Löwen? Na, Schadensbegrenzung nicht. Wir wollen nur vernünftig nach vorne spielen. Entscheidend ist es nur, ich mag keine Hektik am Platz. Ja. Gut, danke, Werner Lorenz. Also neben Brajkovic fehlt jetzt auch in der zweiten Halbzeit Horst Held. Dafür Dove auf der linken Seite. Hamann für den Kroaten in der Abwehr, im Abwehrbereich. Und vorne, ja, ist der Winkler natürlich jetzt mehr oder minder auf sich allein gestellt. Da wird man ihm Hilfe gewähren müssen aus dem Mittelfeld heraus. Da wird man noch mehr laufen müssen. Aber die Bayern haben ja auch einen Mann weniger. Schwabel, der Capitano, der Kleinste mit 1,69, gibt die Richtung an. Immer enger geworden. Die Bayern sind aufgerückt. Und schon wieder die Chance. Meier gegen Zickler. Das werden wir vielleicht noch öfters sehen, denn die Löwen müssen natürlich schon etwas für das Angriffsspiel tun, das ist klar. Und die wollen auch, das merkt man. Und Zickler wartet nur darauf und der Klinsmann genauso. Jens Dove. Mitglied der legendären Rostocker 91er Mannschaft, die damals mit Uwe Reinders als Aufsteiger hier bei Bayern München 2:1 gewann. Das hat ihn sehr beeindruckt damals, diese Kulisse hier. Und natürlich der Sieg. Und vielleicht denkt Jens Dove an dieses Erfolgserlebnis damals. Kapitän jetzt für die Bayern, klar nach dem Verzicht von Lothar Matthäus, Thomas Helmer. Hamann bei Klinsmann. Greilich nach wie vor bei Zickler. Und Trares bindet den einen oder anderen Bayern-Spieler, versucht aber nach wie vor auch auf der linken Seite sich wieder offensiv mit einzuschalten. Da ist er. Versuchen, Sicherheit zu bekommen mit solchen Ballstaffetten, die nicht viel einbringen. Aber der Ball muss ja mal ein paar Stationen durchlaufen. Sonst bleibt ja alles Stückwerk wie über weite Strecken der ersten halben Stunde. Helmer. Und jetzt kommt Schwabel. Kein Abseits. Winkler.
Matthias Hamann. Stocksauer. Ah ja, da kriegt er einen Schlag in den Rücken. Scholl, zweimal. Der wird natürlich immer sagen, ich wollte den Ball treffen. So, wer ist da? Trares. Gegen Frankfurt hat er zwei Tore erzielt. Eins per Freistoß. Otto Rehagel gesagt, aufpassen. Hat schon gegen Bender mit dem KSC nicht geklappt. Novak. Super Parade von Sven Scheuer. Und ein toller Schuss von Peter Novak. Das war sozusagen sein erstes Zeichen in diesem Derby. Der hätte wunderbar gepasst. 53. Minute. Erste sehenswerte Szene in der zweiten Halbzeit. Und was mir ein wenig auffällt, ich weiß nicht, wie es Ihnen zu Hause geht, liebe Zuschauer, die Bayern sehr verhalten. Klaus Augenthaler meinte schon zur Halbzeit, wir lassen uns von den Löwen ein bisschen einlullen. Das gefällt mir nicht. Wir sind nicht mehr so aggressiv, so laufstark, so zweikampfstark wie zu Beginn des Spiels. Viele meinen wohl 4-1, da kann nichts mehr schief gehen, sollte man meinen. Otto Rehagel pfeift ein bisschen am Spielfeldrand, aber ich bin sicher, dass kein Spieler irgendetwas davon bemerken kann. Ein Schrei, ein Sturz, ein Pfiff. Foul von Dove an Scholl. Ganz interessant, in der Halbzeitpause kam der Vater von Oliver Kahn hier zu uns hinauf, zur Kommentatorenposition, um zu fragen, was denn zu sehen war im Fernsehen, ob er eine Chance hat, davon zu kommen. Nun, man kann sich trefflich streiten über diese Szene aus der 43. Minute. Wie gesagt, die spontane Entscheidung, die ich da getroffen habe, zu der stehe ich nach wie vor. Ich meine, das war zu hart. Da kann man sicherlich immer noch diskutieren, ob es geben kann, aber ich bin einfach der Meinung, die beiden Roten waren nicht nötig. Aber Sven Scheuer, um bei Oliver Kahn zu bleiben, hat gerade eben gezeigt, dass er ein hervorragender Ersatzmann ist, seit vielen Jahren bei Bayern München, vom Verletzungspech verfolgt. Hat nur 13 Spiele für die Bayern in der Bundesliga gemacht, aber er ist ein super Torhüter und kann jetzt zeigen, was er drauf hat. Nährlinger immer bei Novak. Hat sich das Ganze sicherlich ein bisschen anstrengender vorgestellt. Für mich war es abseits. Winkler. Kein Abseits. Dove. Ein Mann mit gewaltigem Zug zum Tor. Und Foul an der Strafraumgrenze von Thomas Strunz. Gelb. Ja, der Dove ist ein starker Mann. Viele meinen, ohne ihn hätte man die Klasse in der letzten Saison vielleicht gar nicht erhalten können. Sehr torgefährlich, sehr schnell,
direkt an der Strafraumgrenze hier die Aktion mit Thomas Strunz. Haben Sie es gehört vorher? Der schießt, der schießt. Die Tonqualität ist so gut, dass man mittlerweile sehr viel mitbekommen kann von der Hektik im Strafraum. Da bekommt die Übertragung eine neue Qualität, wie ich meine. Wieder Dobe, man spielt jetzt viel über links. Der lässt sich kaum abschütteln. Da hätte man auch keinen Freistoß für die 60er geben können. Helm. Zwei Platzverweise, sowas haben wir schon mal gehabt. Sogar drei im ersten Derby nach dem Aufstieg der 60er. Das war im August, im September war es 94, 3-1 für die Bayern. Schwabel ging damals, Helmut Krug, sein Kollege, war damals der Unparteiische, der FIFA-Schiedsrichter, Schwabel ging. Dann musste Winkler vorzeitig vom Platz und für die Bayern mit Gelb-Rot Christian Nerlinger. Direkt mal kurz überlegen, bis man das alles zusammenkriegt. Das war auch ein ziemlich aufregendes Derby. Wir haben Tom Bender mit Olaf Botten. Wir gehen gleich runter zum Spielfeldrand. Ach. Ja, und wir haben die beiden Kontrahenten nochmal hier, mittlerweile friedlich vereint. Die haben kein großes Problem miteinander. Olaf Botten, wir gucken uns die Szene nochmal an. Sagen Sie was dazu? Ja, ich habe da eigentlich von keiner Seite irgendwie was gesehen. War eine Flanke und ich bin hingefallen. Die haben was nochmal? Ja, Oliver kommt raus, fängt den Ball. Ich halte ihn ein bisschen fest an der Hose. Fall hin. Und dann habe ich es nicht mehr gesehen. Aber so wie ich es in Erinnerung habe, war dann eigentlich nichts mehr. Hier haben wir die Reaktion ein bisschen von Oliver. Oliver, wie sehen Sie das? Ich glaube, die Bilder sagen alles. Im Endeffekt war da überhaupt nichts. Ganz normale Situation, wie sie immer vorkommt. Da war keine Tätigkeit, da war gar nichts. Und natürlich schon ein bisschen traurig, wenn man so aus so einem Spiel gerissen wird. Klaus Augenthaler hat eben gesagt, sowas darf beim Stande von 4-1 nicht passieren. Da darf man sich nicht so provozieren lassen. Sehen Sie das ähnlich? Wer hat sich provozieren lassen? Also Sie sehen überhaupt kein Verschulden Ihrerseits in der Szene? Ja, ich weiß nicht, was bei dieser Situation, wo da irgendwo was vorliegen soll. Es ist ein Zweikampf, wie in der Fußball-Bundesliga bei jedem Spieltag vorkommt. Da ist keine Tätigkeit dabei, da ist überhaupt nichts dabei, was irgendwie eine rote Karte nach sich. Aber es war klar zu sehen, dass Sie das Knie zumindest angezogen haben. Ja, was heißt das Knie angezogen haben? Ich meine, der Olaf Botten stürzt auf mich drauf. Ich meine, wie soll ich denn dastehen? Olaf, wie sehen Sie das? Klarer Freispruch? Ja, sicherlich. Das ist hier von beiden Seiten eigentlich überhaupt nichts. Und von daher kann ich es gar nicht nachvollziehen, warum der zwei rote Karten gegeben hat. Und das ist für mich eigentlich unverständlich gewesen. Es gab im Spiel auch vorher schon mal eine Situation, wo Sie mit Ziege einander raten, auch nicht die feine Art gewesen, die Haarszene meine ich.
Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber das spielt auch überhaupt keine Rolle. Ich sag mal, die Szene ist ausschlaggebend und da ist nun wirklich überhaupt nichts zu sehen. Olaf Borden, Oliver Kahn, vielen Dank trotzdem. So, danke Tom Bender für diese ersten Reaktionen der beiden Beteiligten. Vielleicht haben wir eine kleine Chance, dann nach dem Spiel auch noch mit dem Unparteiischen ins Gespräch zu kommen, wenn er denn was sagen will. So, eine gute Stunde ist vorbei. Spielstand nach wie vor zwischen Bayern München und dem TSV 1860, wie eingeblendet. Vier zu eins. Der höchste Sieg für die Bayern in einem Derby in der Bundesliga war der 6:1 Erfolg im Mai 1980. Heimrecht auch damals für die Bayern. Dove ist frei, klebt sozusagen draußen an der Linie, um den Mitspielern einfach die Möglichkeit zu geben, ihn anzuspielen. Rechts Harald Czerny. Jeremis. Und Winkler kommt! Winkler! Winkler 4:2! Die Löwen, da kann man sagen, sie sind wieder da. Tor Nummer 7 für den Franken in der 64. Minute. Und sie sollten sehen, was hier bei den 60er-Fans los ist. Zum ersten Mal kann man die Fahnen so richtig erkennen. Da ist wieder Bewegung in der Nordkurve. Pass von Jeremis, der sich durchsetzt. Und Babbel kommt zu spät gegen Winkler. Er lässt ihm diese 2 Meter Raum, die er ihm nicht lassen darf. Denn der ist so kopfballstark, der Winkler. Der macht das Ding gegen Scheuer. Und Otto weiß, was Sache ist. Der weiß es ganz genau. Er hat es schon gespürt nach einer halben Stunde, als es 4:0 stand. Da haben sich seine Mannen ein bisschen zu zufrieden gezeigt. Zu lässig, zu locker. Das kann noch schief gehen. Trares kommt. Die Löwen haben zu viel Platz. Da läuft gedanklich manchmal nicht alles zusammen, wie bei Trares in der ersten Halbzeit, jetzt bei Jeremis. Aber sie können kombinieren. Sie haben diesen Raum, den sie brauchen. Und den hatten sie in der ersten Halbzeit eben nicht immer. Und das liegt einzig und allein an den Bayern, die nicht aggressiv genug ins Spiel. Hamann. Dove. Czerny ist da. Meier kommt. Sforza, er könnte es riskieren, der Schweizer. Klinsmann. Und
Schwabel. Schwabel geht die meisten Wege, der Kapitän. Das sieht man im Fernsehen nicht so sehr, aber ich habe ein Auge auf ihn. Der Kapitän mit bestem Beispiel voran. Aber die Szene vorher hat mir gut gefallen mit Sforza. Da hat man gesehen, der Junge hat Köpfchen. Der hat es nicht riskiert, der hat den besser platzierten Mann angespielt, nämlich Jürgen Klinsmann. Und jetzt ist Novak da mit Nehrlinger im verbalen Abtausch. Nach diesem Foul von Christian Nehrlinger an Hamann. Der muss ganz schön einstecken in dieser zweiten Halbzeit. Die Löwen haben sich zurückgehalten, wie die Statistik zeigt. Das Spiel wird jetzt etwas härter. Der Schiedsrichter weiß natürlich, er muss jetzt aufpassen. Jetzt wird es grimmig möglicherweise, da die Löwen noch mal eine Chance sehen. Schlecht gespielt von Trares, der nicht wiederzuerkennen ist im Vergleich zu den ersten Spielen dieser Rückrunde. Überragend gegen Frankfurt, super in Stuttgart, solide gegen St. Pauli. Davon ist heute wenig zu sehen. Christian Nehrlinger, der einzige Indianer im Team der Bayern. Einer, der kämpft, der fightet, immer. Der nur in die Mannschaft rein will. Und die Bayern haben gemerkt, sie haben zu viele Stars, zu viele kreative Leute. Nicht umsonst holt man den Münchens. Nicht umsonst sagt man, na, der Freund aus Dortmund, der würde auch gut reinpassen. Oliver Kahn, völlig konsterniert. Hier der Mann, der 89 mit 18 Jahren für die Bayern ein Europacup-Spiel in Glasgow gemacht hat. Ohne Bundesliga-Einsatz bis dahin, als Aumann verletzt war. Auf den kann sich Otto Rehagel verlassen, aber was ist mit den Abwehrleuten? Lothar Matthäus fehlt hinten, die ordnende Hand. Er ist in der Kabine geblieben und jetzt spielen sie manchmal in einer 1:1-Situation gegen Winkler, gegen Novak und gegen Dove. Und da wird es ganz schön gefährlich. Christian Ziege hat ein Tor versprochen in diesem Derby. Im letzten war er erfolgreich. 2-0 damals für die Bayern, als die 60er auch gut mitspielten. Die Bayern cool, lässig auf ihre Chance warteten und dann zweimal sehr schnell reagierten. Zunächst durch Ziege und später dann noch durch Zickler. Durch Helmer, glaube ich. Nach einem Einwurf von Zickler. Heilfroh sein, dass sich alles noch im Rahmen hält, jetzt vom Ergebnis her und auch von den Spielanteilen, denn zunächst hat er sich wahrscheinlich fast ein wenig geschämt für seine Truppe.
die so großartig begonnen hat nach der Winterpause mit 3 Siegen en suite. Und wenn man den Erfolg gegen Gladbach im Dezember noch dazu nimmt, dann 4 Erfolge hintereinander. Plötzlich ein einstelliger Tabellenplatz. Aber Manni Schwabl hat mir am Donnerstag im Training schon gesagt, bei uns läuft es zu gut, da gibt es keine Reibungseffekte im Moment. Das ist mir unheimlich. Und heute hat man gesehen, was draus werden kann. Ein Foul, der Ball war weg. Der Ball war weg. Und der Schiedsrichter geht ganz langsam. Das hat nichts Gutes zu bedeuten. Da überlegt er noch, der Versicherungsfachmann aus Essen, was machen wir denn da? Aber es kann meiner Ansicht nach doch eigentlich nur gelb sein, oder? Wenn überhaupt. Da war nämlich ein Handspiel zu sehen. Haben Sie das gesehen? Unsere Spiegelkamera hat es gezeigt. Das Foul kam dann auch. Aber eigentlich ein Handspiel von Czerny. Hätte der Linienrichter eigentlich sehen müssen. Tom ist beim Präsidenten, bei Franz Beckenbauer. Da müssen wir gleich rüberschalten. Tom? Franz Beckenbauer, tolles Spiel der Bayern in der ersten Halbzeit. Als sie kamen, stand es, glaube ich, sogar schon 2-0. Stimmt, die kommen ein bisschen zu spät, ja. Hat sie die erste Halbzeit begeistert? Mit Einschränkungen. Eine halbe Stunde mit Sicherheit. Und dann nach dem 4-0, dann haben die Bayern ein bisschen nachgelassen. Da kamen die 60er besser ins Spiel, haben dann durch einen Abwehrfehler, sind sie dann zum Anschlusstor gekommen. Jetzt in der zweiten Halbzeit steht es 4-2. Das Spiel ist noch lange nicht gewonnen, denn die 60er spielen jetzt besser. Die 60er spielen besser, aber die Bayern haben auch hinten mehr Probleme. Liegt vielleicht auch daran, dass Lothar Matthäus nicht mehr dabei ist? Na ja gut, sicherlich auf der anderen Seite. Ich meine, das ist jetzt ein Spiel 10 gegen 10. Da gibt es keine Ausreden. Normalerweise, wenn man 4-0 führt, dann muss man den Gegner einfach ganz anders beherrschen. Und das tun wir nicht. Hans, der Aufreger des Nachmittags, der Platzverweis für Borden und Kahn. Wie haben Sie das gesehen von hier oben? Von hier oben, ich hab gesehen, dass Oliver Kahn den Ball gefangen hat. Man muss vielleicht die Fernsehbilder muss man sich noch mal anschauen, aber es geht ja alles so schnell. Ich habe gesehen, dass der Oliver Kahn den Ball gefangen hat. Wenn dann ein paar gehackelt haben, dann war das der Christian Ziegel und der Olaf Botten. Also Oliver Kahn, da habe ich überhaupt weder einen Foul noch eine Tätigkeit gesehen. Ein diplomatischer Kaiser, vielen Dank. Aber Tom, du hast es auch gemerkt und Sie, liebe Zuschauer, wenn Sie Franz Beckenbauer kennen, sicher auch, es brodelt wieder ein wenig in ihm. Die Mundwinkel nach unten gezogen, so wie er formuliert, da weiß ich schon, das verheißt eigentlich nichts Gutes. Er ist nicht zufrieden mit seiner Mannschaft. Und die Löwen haben gewechselt, der Trainer hat Daniel Borimirov gebracht. Daniel Düsentrieb, wie man ihn nennt, im Mannschaftskreis, den Bulgaren, für Peter Novak, der heute alles in allem nicht so gut zurechtgekommen ist wie geplant. Borimirov auch ein technisch guter Spieler, torgefährlich, hat schon 5 Tore gemacht. Und Werner Lorenz sagt sich natürlich, mit frischen Kräften kann ich da vielleicht noch mal ein Zeichen setzen. Wir werden es erleben zusammen. Er lässt sich auf jeden Fall zunächst mal, das hat er auch verdient, ein Zigarettchen schmecken. Ist Martina Rummenigge, die Frau des Vizepräsidenten. Ja, gut gespielt von Jeremis. Da ist wieder Doves. Sehr belebend, der frühere Rostocker. Jederzeit gefährlich, wenn er von der linken Seite die Bälle nach innen bringt. Ares auf Dove wieder. Strunz ist nicht zu sehen und Nährlinger hat jetzt ausgeholfen. Also das ist eine Chance noch für die letzten 15 Minuten aus Sicht der Löwen mit dem frischen Mann, der ja vor Einsatzfreude sprüht, das muss man sagen. Ein guter Wechsel.
Scholl. War wenig zu sehen von ihm. Foul von Schwabel. Hat schon gelb. Es wird gefährlich für ihn. Der Schiri weiß das. Der Manni, der urigste aller Bayern, die ich kenne. Man kann ihn kaum verstehen, wenn man des Bayerischen nicht mächtig ist, aber ein hervorragender Spieler. Und die Bayern mit Helmer. Und da hat sich eigentlich der Jeremis ein bisschen verschätzt. Und deshalb gab es auch diese gefährliche Situation für die 60er. Die, wenn man das Bremer Spiel am nächsten Wochenende noch mit dazu nimmt, von den letzten 6 Begegnungen 5 hier im heimischen Münchner Olympiastadion bestritten haben. Eine auch nicht uninteressante Konstellation, weil ja dieses heutige Lokalderby gegen die Bayern ein Auswärtsspiel ist. Aber sie haben ihre Chancen so weit genutzt. Heute gibt es möglicherweise doch einen Rückschlag, denn die Bayern führen nach wie vor mit 4:2. Czerny, den vergisst man fast ein wenig da draußen, aber er ist auch nicht so selbstbewusst, wie man sich's erhofft hat, nach Fehlern gleich zu Beginn. Also versucht man es lieber über die linke Seite. Trares, Schwabel bleibt zurück, sichert ein wenig ab nach hinten. Jeremis. Das ist ein Teufel, dieser Jeremis. Dem darf man nicht trauen. Plötzlich ist er da. Schießt links wie rechts und Otto weiß, es muss was passieren da hinten. Super Szene mit beiden wieder. Auch mit Sven Scheuer. Da kommt der Kapitän zurück, um klar zu machen, Männer, es wird weiter gefightet. Wir wollen den Sieg nicht gefährden. Dabei. Aber wir sehen es noch einmal. Der Ball von Dove. Und hier kommt Bodimirov. Er ist fast passiert. Fast das 4:3. Mein Gott. Und das 10 Minuten vor Spielende. Nicht zu glauben. Die 60er waren mausetot. Ganz kleine Zwerglöwen waren das. Nach 20 Minuten. Aber diese Mannschaft ist natürlich mittlerweile aus einem Holz geschnitzt. Nicht mehr zu vergleichen mit anderen 60er-Mannschaften. Da wird gekämpft, da wird gefeitet. Da sind charakterstarke Spieler mit drin. Und die Bayern sind ihnen entgegengekommen. Das ist gar keine Frage. Gestützt von Schwabel. Aber Sie merken schon, wo es brennt, ist der Schwabel. Ich möchte nicht wissen, wie viele Kilometer er runtergeradelt hat.
Werner Lorand und Otto Rehhagel haben einiges gemein, kommen aus der gleichen Ecke, aus dem Westen, waren kampfstarke Abwehrspieler, haben ein gutes Näschen für neue Spieler. Travis. Borimirov wollte den Ball. Oh, harter Einsatz, sehr, sehr harter Einsatz von Matthias Hamann gegen Scholl, dem sie ein bisschen den Zahn gezogen haben. Achtung, es gibt eine Karte. Oh, 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 Borimirov geht ihm an die Brust. Das hat der Schiedsrichter gar nicht gern. Gelb. Er saß gerade nach 5 Gelben eine Sperre ab, aber das gehört zu seinem Spiel. Der ist giftig, der ist robust und auch ein guter Fußballer, ein wichtiger Mann für die 60er. Ja, ich wollte gerade sagen, dieser Mann, Alexander Zickler, der 2 herrliche Tore erzielt hat, genauso wie Jürgen Klinsmann, von ihm und von seinem Sturmpartner war in der zweiten Halbzeit nicht mehr viel zu sehen. Das wird die beiden ärgern, denn den guten Eindruck der ersten Halbzeit, der ist weg. Aber auch er ist einer, der natürlich aus jeder Situation seinen Nutzen ziehen kann, Jürgen Klinsmann. Setzt sich ab von Schwabel. Tolles Spiel in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten hat er keinen Ball gesehen. Viel zu wenig zumindest für seine Verhältnisse. Er braucht einfach Bälle. Er muss gefüttert werden. Borimirov. Czerny. Die Löwen sind jetzt sehr offen hinten. Die haben nur Schwabel und auf der rechten Seite Greilich. Jetzt ist nochmal ein toller Schlagabtausch. Ja, ich habe gesagt, Daniel Düsentrieb, er kann die 100 Meter in 11,2 laufen, der Bulgare. Und wenn man seinen Namen sozusagen ins Deutsche übersetzen würde, dann heißt er eigentlich der Kämpfende. Das geht ihm aber im Prinzip ein bisschen ab. Er ist mehr so der Elegante, der Techniker. Das neue Tandem, Matthäus und Rehhagel, stecken die Köpfe oft zusammen und versuchen jetzt von außen klar zu machen. Es sind noch 5 Minuten. Nährlinger, Herr Strunzmaß. Ah, das wäre dann doch zu frech, ein Beinschuss hier. Aber der Dove hat fast keinen Fehler gemacht. Jetzt kommt Travis. Oh, gegen Stuttgart hat er ein Tor gemacht. Genau aus dieser Position heraus. Bernhard Winkler. Herzog. Der ORF, das österreichische Fernsehen, hat ein Team hier abgestellt nach München, um die Ersatzbänke
sozusagen ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Man rechnete auch damit, dass Czerny nur draußen sitzen würde. Herzog sowieso. Also jetzt kriegt man auch noch ein bisschen Stoff vom grünen Rasen her. Der Anderl, der kommt noch, der Herzerl. Ein taktischer Wechsel wohl von Otto Rehhagel, wie man so schön sagt, um vielleicht auch noch ein bisschen Zeit zu gewinnen. Das wird den österreichischen Nationalspieler gar nicht freuen. Jetzt ist schon so weit gekommen. Abseits. Dirk Margenberg hat aufgepasst. Und hier ist Herzog. Scholl geht. Von Scholl haben wir alle mehr erwartet. Von einem Spieler seiner Qualität erwartet man immer das Optimum. Aber er war kaum zu erkennen heute. Man hat ihn schon ein bisschen gesehen, so ist es nicht. Aber das ist ein Mann, der Tore schießt, der Tore vorbereitet, der Akzente setzt. Aber der Jeremis, er hat ihn zugedeckt im Verbund mit Schwabel. Und wieder Abseits. Czerny. Traves mal rechts, mal links und aufgestützt wieder von Winkler. Er stützt sich halt immer wieder auf, diesmal auf Strunz, weil er einfach in die bessere Position kommen will. Er lächelt, er weiß es. Er hat ein super Kopfballtor gemacht hier, das hat nochmal Hoffnung gebracht zum 4:2. Die Löwen haben in der zweiten Halbzeit, das muss man frank und frei sagen, das Spiel bestimmt. Waren läuferisch stärker, waren einsatzfreudiger, hatten auch mehr Chancen. Denken Sie noch an den Pfostenschuss von Borimirov. Und es hätte noch mal eng werden können. Also Respekt den Löwen, die dafür gesorgt haben, dass diese zweite Halbzeit noch mal interessant geworden ist. Aber sie haben sich... Und jetzt Klinsmann mit seiner einzigen echten Torchance in der zweiten Halbzeit. Ja, aber sie haben sich, habe ich gesagt, die Löwen nicht unterkriegen lassen in der zweiten Hälfte. Haben ihr Spiel weiter versucht zu machen. Waren zwar ein bisschen deprimiert nach den schnellen 4 Toren. Aber dann, muss man schon sagen, haben sie wieder Land gesehen. Haben ein Tor gemacht, ein zweites, waren dem dritten sehr nahe. Und haben sich dann in der zweiten Halbzeit alles in allem ganz gut verkauft. Dennoch, das muss man sagen, so darf man sich nicht einseifen lassen wie die Löwen in den ersten 20 Minuten. Das war schon dramatisch. Also, alles in allem, man lernt nicht aus. Erste Niederlage nach 4 Siegen hintereinander für die 60er und die Bayern ganz vorne gewinnen 4:2. Das 4. Derby hintereinander und er wird vielleicht Auskunft geben müssen, denn die 2 Platzverweise in der 43. Minute, die werden für Gesprächsstoff sorgen, das garantiere ich Ihnen, liebe Zuschauer. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie mit dabei waren und ich bin sicher, Sie hatten und haben es nicht bereut und wir werden jetzt nach wie vor in den nächsten Minuten für Sie am Mann bleiben. Babak Milani und Tom Bender zusammen mit diesen vielen Fans, 69.000, bei einer tollen Atmosphäre. Für Sie noch einmal die Torschützen, schön aufgelistet. Klinsmann, Zickler, Zickler, Klinsmann, Bodden und Winkler. 6 Tore in gut einer Stunde. Und hier
die Statistik für die Liebhaber, die Fouls, die Bayern, sollte man meinen, giftig. 37-18, die gelben Karten, die roten Karten, die Zweikämpfe. So, das war's von hier oben. Ich verabschiede mich sehr herzlich und gebe ab an die Kollegen.